Ja, schönen guten Abend miteinander, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Studierende, liebe Freunde der Osteuropa-Studien und der Osteuropa-Bibliothek. Wir kommen heute ins Jahr 1947, eben 30 Jahre nach der Revolution, aber voran 2 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, aus dem die Sowjetunion zwar als Sieger, aber eben auch in vielen Bereichen verwüstet und zerstört hervorgegangen war. Und nicht nur mit kollektivem Stolz hervorging aus diesen 4 Jahren Krieg, sondern eben auch mit einem kollektiven Trauma, millionenhoher Verluste an Menschenleben, Gewalt, Verschleppung und Zwangsarbeit. Das ist jetzt ein bisschen ein harter Einstieg. Ich freue mich trotzdem, dass ich heute Beate Fieseler gewinnen konnte, dass sie für uns über dieses Jahr sprechen wird, und möchte sie Ihnen kurz vorstellen. Beate Fieseler ist Lehrstuhlinhaberin an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf, Lehrstuhl für Geschichte und Kulturen Osteuropas. Sie kommt aber eigentlich akademisch gesehen aus Bochum, ist quasi der Link zum letzten Vortragenden, zu Marc Junge, der hier war. Sie hat dort promoviert und habilitiert und auch lange den Lehrstuhl von Bernd Bonwetsch vertreten. In Düsseldorf ist sie jetzt seit 2007. Zwischenzeitlich aber noch ein Link zu anderen Personen unserer Reihe, war sie auch in Basel Lehrstuhlvertretung. Ja, Beate Fieseler hat ihre akademische Karriere begonnen, oder die erste große Publikation ist eine Publikation aus dem Bereich des 19., angehenden 20. Jahrhunderts, nämlich Frauen auf dem Weg in die russische Sozialdemokratie, 1890 bis 1917, eine kollektive Biografie, die Sie hier auch in Bern natürlich finden. Mit den Frauen beschäftigte sich dann auch ein Beitrag, den ich persönlich als sehr wesentlich für die Beschäftigung mit den Strukturen des Spätstalinismus empfunden habe, nämlich in dem hier bereits mehrfach erwähnten Sammelband zu den stalinistischen Subjekten, ein Beitrag zu den Ergebnissen der Frauenkonferenz des Zentralkomitees von 1950 unter dem Titel Aufbruch der Frauen im Spätstalinismus. Ja, dieser Spätstalinismus, also der Stalinismus nach 1945, eine Epoche, die von der Geschichtswissenschaft recht lang eigentlich eher vernachlässigt war, ist zum wichtigen neuen Forschungsschwerpunkt von Beate Fieseler geworden. Ihr Habilitationsprojekt befasste sich mit den Invaliden des großen Vaterländischen Krieges der Sowjetunion, also jenen Personen, die eben als Invalide, jenen Millionen von Personen, die als Invalide zurückgekehrt sind aus dem Krieg, unter dem Titel Arme Sieger, also ein wirklich spannendes, großes Thema. Daraus, aus diesem Themenbereich, eben Zweiter Weltkrieg, es sind hervorgegangen zahlreiche Publikationen, unter anderem 2010 zusammen mit Jörg Ganzenmüller ein Sammelband Kriegsbilder, mediale Repräsentationen des großen Vaterländischen Krieges, den ich sehr spannend finde, oder gemeinsam mit Nathalie Moine ein Sammelband zu Sieger und Besiegte im Übergang vom Krieg zum Frieden, der auf Russisch erschienen ist, vom Deutschen Historischen Institut in Moskau herausgegeben. Ein weiterer wichtiger Band, der in Publikation ist, ja, ist zur sowjetischen Heimatfront im Zweiten Weltkrieg, der mit Roger Markwick zusammen entstanden ist und auf Russisch erscheinen wird. Ja, damit gebe ich eigentlich gleich das Wort weiter. Ganz kurz möchte ich noch auf 2 weitere Veranstaltungen im Rahmen der Veranstaltung 100 Jahre russische Revolution aufmerksam machen. Morgen gibt es Theater, Zug in die Revolution im Theater Remis in Bern vom Berner Studententheater. Und nächsten Mittwoch nochmal ein sehr spannender Filmabend, Die Rote Pest, kommentiert und moderiert von Daniel Arto, auch vom Historischen Institut der Universität Bern. Wer das noch nicht hat, hier liegt zumindest noch ein Flyer auf, und Sie finden alles auch online natürlich. Damit ist meine Redezeit am Ende und ich übergebe dir. Ja, meine Damen und Herren, ich möchte Sie auch sehr herzlich begrüßen. Ich freue mich über Ihr Interesse. Danken möchte ich noch einmal sehr herzlich Frau Maurer für die Organisation dieser Vortragsreihe. Ja, und ich habe freudig zugesagt, als sie mich eingeladen hat. Ich glaube, das war im Frühjahr. Und
als ich dann anfing, ich konnte mich an Archivdokumente erinnern, die sich mit dem 30. Jubiläum der Oktoberrevolution befasst haben. Aber als ich dann da etwas tiefer eingestiegen bin, wurde mir Angst und Bange, weil es nämlich so wenig zu sagen gibt über dieses Jubiläum selbst. Eigentlich kann man kaum etwas sagen. Aber ich kann ja jetzt nicht schon wieder aufhören mit dem Vortrag. Und deshalb möchte ich zunächst den Kontext darstellen, in dem dieses 30. Revolutionsjubiläum begangen wurde. Was es auf jeden Fall gibt, ist zumindest ein solches Plakat. Wahrscheinlich war es nicht nur eins. Sie sehen, es ist sehr schön bunt. Es ist auch ästhetisch durchaus ansprechend und wirkt modern und festlich. Aber insgesamt muss man doch sagen, dass dieses 30. Jubiläum wohl zu den trostlosesten Revolutionsfeiern in der Sowjetunion gehört hat, wenn sie denn überhaupt stattfanden. Und das war gewiss nicht überall der Fall. Meine Informationen beziehen sich jetzt vor allen Dingen auf die Hauptstadt Moskau, die wie immer wesentlich besser versorgt wurde als das übrige Land. Also Moskau war auch in dieser Hinsicht ein Sonderfall, denn dort hat es immerhin eine Revolutionsfeier gegeben. Insgesamt ist aber einfach hervorstechend, wie wenig sich die Sowjetunion noch von den kriegsbedingten Zerstörungen erholt hatte und wie viele Menschen in Not und Elend lebten. Ungeachtet dessen war die Sowjetunion durch den Triumph über Hitler-Deutschland aber zur zweiten Weltmacht neben den USA aufgestiegen. Sie war international anerkannt und geachtet, ein gewaltiger Unterschied zur Vorkriegszeit. Stalin erschien auch auf dem amerikanischen Time Magazine als Man of the Year, nicht nur einmal, sondern mehrfach. Also er befand sich tatsächlich auf dem Zenit seines internationalen Ansehens. Aber auch im eigenen Land genoss der Führer der Wurst in der unmittelbaren Nachkriegszeit eine so gebieterische Autorität, dass viele Menschen angesichts des Sieges unter seiner Führung bereit waren, ihm seine Verbrechen zu vergeben. Also das sind vor allen Dingen die Verbrechen im Zusammenhang mit der Kollektivierung und der nachfolgenden Hungersnot, die 5 bis 6 Millionen Menschen das Leben gekostet hat und natürlich die vielen Verhaftungen und Erschießungen im Zuge des großen Terrors der Jahre 1937 und 38. Aber in der zweiten Hälfte der 40er Jahre näherte sich der Kult um Stalin dann seinem Höhepunkt. Auf der einen Seite kann man also sagen, dass der Sieg die Grundlage schuf für eine Konsolidierung der sowjetischen Gesellschaft um diese Führerfigur Stalin. Aber auf der anderen Seite gab es wiederum Hunger, es gab erneute Repressionskampagnen, es gab soziale Unzufriedenheit und das gefährdete natürlich diese Einheit zwischen Volk und Führung, die im Krieg entstanden war. Es ist also jetzt so eine paradoxe Situation, dass der sowjetische Staat eine hohe militärische und politische Autorität besitzt, im Inneren aber sehr schwach ist, also wirtschaftlich schwach vor allen Dingen, und dadurch natürlich auch angreifbar. Und diese Diskrepanz war Stalin und der politischen Führung natürlich sehr bekannt und entsprechend sah dann auch die weitere Politik aus. Durch den Krieg hatten außerdem Millionen von Sowjetbürgern, also Soldaten der Roten Armee, die Grenzen ihres Landes überschritten. Sie waren in europäische Länder gekommen. Und für viele war das in gewisser Hinsicht eine schockierende Erfahrung. Denn man hatte ihnen ja immer erzählt, nirgendwo lebt es sich so gut wie in der Sowjetunion. Und jetzt mussten sie feststellen, dass der Kapitalismus, der ja immer als verfaulend schon dargestellt worden war, dass dort ein viel höherer Lebensstandard herrschte als im eigenen Land. Und jetzt wurde eben auch klar, der Propagandaapparat hat uns Sand
in die Augen gestreut. Und die Erwartungen, was jetzt nach dem Krieg passieren würde, die wurden angesichts dessen eigentlich noch größer. Also auch hier tat sich wieder eine riesige Kluft auf zwischen der Realität, wie sie war nach Kriegsende, und dem, was die Menschen sich erhofften. Viele erhofften sich, dass die Sowjetunion sich wandeln würde. Und jede Bevölkerungsgruppe hatte eigentlich ihre eigenen Hoffnungen. Die Intellektuellen hofften vor allen Dingen darauf, dass die Zensur gelockert würde, dass man auch weiterhin Kulturbeziehungen pflegen könnte mit dem Ausland. Die Bevölkerung insgesamt erhoffte sich bessere Konsummöglichkeiten, denn während des Krieges war ja alles nur in die Kriegsproduktion geflossen. Es war keine Kleidung produziert worden, keine Schuhe. Also es mangelte wirklich an diesen Dingen. Die Bauern hofften, dass die Kolchosordnung gelockert, vielleicht sogar abgeschafft werden würde. Gerüchte verbreiteten sowas auch in der Bevölkerung. Also insgesamt herrschte so eine optimistische Stimmung, weil alle der Meinung waren, wir haben so viel Opfer gebracht in diesen 4 Kriegsjahren, das haben wir jetzt verdient, dass es diese Veränderungen, diese Besserungen gibt. Aber Sie wissen das alle auch, diese Hoffnungen haben sich nicht bestätigt. Die Sowjetunion blieb stalinistisch, sie blieb eine Diktatur. Und nicht nur in politischer Hinsicht ging man ja zu einer Nachkriegsnormalität über, die aber genauso unnormal war, wie die 30er Jahre es vor dem Krieg auch schon gewesen waren. Also das kann man auch kaum Normalität nennen, eine Zeit ständiger Verhaftungen und Bedrohungen der Bevölkerung und auch eine Zeit des Mangels. Von 1928 bis 1935 waren schon einmal die Lebensmittel rationiert worden, also in Friedenszeiten, was ja eigentlich auch etwas Ungeheuerliches ist. Das Ende des großen Vaterländischen Krieges, so siegreich es auch war, brachte der sowjetischen Bevölkerung keine Verbesserungen, sondern im Gegenteil sogar eine Verschlechterung der sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse. Im Jahr 1945 wusste man das natürlich noch nicht. Damals herrschte wirklich Optimismus und die Leute schauten voller Zuversicht in eine Zukunft, in der, wie sie meinten, das Leben freier und auch die Versorgung besser sein würde. Man sehnte sich nach Erholung und man sehnte sich auch nach Dank der politischen Führung für diesen Sieg, den ja die Bevölkerung und nicht nur die Soldaten, sondern auch die Zivilbevölkerung errungen hatte. Sie sehen jetzt hier so einige Ereignisse, die in das Jahr 1947 fallen. Ich werde auf einige davon auch noch etwas näher eingehen, aber vielleicht schauen Sie sich einfach das schon mal so kurz an. Dann sieht man eigentlich relativ schnell, dass eigentlich nur das erste Datum etwas Positives enthält und fast alle anderen Daten, die dann bis zum Dezember kommen, gehen doch wieder in Richtung Repression, Verschärfung, Verbote. Also das kennzeichnet so ein bisschen das Jahr 1947. Diese Hoffnungen, die die Menschen hegten, wurden durch die Abschaffung der Todesstrafe am 26. Mai 1947 genährt. Also viele sahen in dieser Maßnahme so etwas wie den Auftakt zu einer neuen Zeit des äußeren wie inneren Friedens. Man muss aber sagen, das Ganze war eher eine symbolische Maßnahme, vielleicht auch in Richtung der Kriegsalliierten noch gedacht, um zu zeigen, die Sowjetunion mäßigt sich jetzt. Aber man muss auch gleich dazu sagen, die Todesstrafe ist bereits Anfang 1950 wieder eingeführt worden, als man es dann eben brauchte, um vermeintliche politische Gegner zu verfolgen. Und es folgen ja auch sehr schnell weitere repressive Maßnahmen. Also bald stellte sich für die Bevölkerung heraus, dass das Nachkriegsleben nicht besser wurde, sondern für viele sogar noch armseliger und dürftiger.
Was die Menschen nach dem Sieg erwartete, waren eben keine erweiterten Konsummöglichkeiten oder sonstige Erleichterungen, sondern ein im Großen und Ganzen trostloses Dasein. Die Bevölkerung, auch die gerade demobilisierten Soldaten, wurden ohne jede Pause, ohne jeden Urlaub für den Wiederaufbau des zerstörten Landes mobilisiert. Egal auch, ob man schwere Kriegsverletzungen davongetragen hatte, ob man verwitwet war oder ob man kleine Kinder versorgen musste. Was die Zahl der Opfer angeht, die die Sowjetunion gebracht hat im Zweiten Weltkrieg, da wurde sie regelrecht belogen. Die offizielle Angabe, die auch von Stalin selbst gemacht wurde, lautete, wir haben 7 Millionen Kriegsopfer zu beklagen. Diese Zahlen sind ja danach noch mehrfach nach oben korrigiert worden. Stalin wusste es aber auch damals schon besser, obwohl er das volle Ausmaß nicht kannte. Heute geht man davon aus, dass es 27 bis 28 Millionen waren, Menschen, die die Sowjetunion im Krieg verloren hat, Soldaten und Zivilisten. Und das entspricht etwa 13-14% der Vorkriegsbevölkerung. Also ein ungeheurer Verlust. Da ist natürlich sehr viel menschliches Leid mit verbunden. Aber es ist auch ein ungeheurer Verlust an Arbeitskräften, denn die meisten dieser Menschen waren ja im arbeitsfähigen Alter und die fehlen jetzt beim Wiederaufbau. Es herrscht also ein dramatischer Arbeitskräftemangel und dadurch wächst der Druck auf die vorhandenen Arbeitskräfte ins schier Unermessliche. Da es sich bei den Kriegstoten überwiegend um Männer handelte, tat sich außerdem ein demografisches Ungleichgewicht auf. Es gab einen gewaltigen Frauenüberschuss, den hatte es zum Teil vor dem Krieg schon gegeben. 8 Millionen mehr Frauen gab es 1941 auch schon, aber bei Ende des Krieges waren es 22 Millionen mehr Frauen als Männer. Und besonders ausgeprägt war diese ungleiche Verteilung in der Alterskohorte der 20- bis 44-Jährigen. Also das sind ja auch gerade dann Frauen im gebärfähigen Alter, die wenig Aussichten haben, einen Mann zu finden. Noch härter war es auf dem Land, wo mancherorts auf 100 Frauen nur 19 Männer kamen. Das heißt also, die gesamte schwere Landarbeit liegt bei den Frauen. Eine geburtenfördernde Politik versuchte, diesem Problem entgegenzuwirken, aber auch das ging letztlich zulasten der Frauen. Also man kann sagen, hier wurde eine Art Gebärzwang verordnet. Das streife ich jetzt nur, wir können vielleicht in der Diskussion darauf noch näher eingehen. Also viele Menschen hatten es wirklich sehr schwer und obwohl der Krieg beendet war, ging für die Überlebenden der Kampf weiter, nämlich der ums Überleben in einem verwüsteten, ruinierten Land. Und erst jetzt wurde auch sichtbar, welche Spuren der Krieg hinterlassen hatte und wer die Zeche würde zahlen müssen. Im Inneren triumphierten Not und Elend über den Sieg. Also ganz besonders schlimm war es um Unterkünfte bestellt. Die Sieger, die Sowjetbürger ja waren, mussten zum Teil barfuß gehen, weil es keine Schuhe gab. Die Kleidung war zerlumpt. Die Wohnungsnot, die ja schon vor dem Krieg akut war, war fast unvorstellbar. Also bis in die 50er Jahre lebten Menschen in Erdhöhlen, in Ruinen, in Behelfsunterkünften oder, und das war dann schon ein Luxus, in völlig überbelegten, familienweise genutzten Zimmern, in großen Kommunalwohnungen. Aber auch in diesen fehlten oft Fensterscheiben, es gab keine Heizung und es gab kein Wasser. Unzählige Menschen litten unter Hunger, unter Kälte und Erschöpfung. Das Leben war also nicht, wie millionenfach erhofft worden war, mit Ende des Krieges besser geworden, sondern noch kärglicher, beinahe unerträglich. Und das ist wirklich dieses Jahr 1947, wo das so deutlich wird. Also bis dahin hat sich ein gewisser Optimismus gehalten, auch noch einmal
verstärkt durch die Abschaffung der Todesstrafe. Aber ab da wurde dann wirklich deutlich, es wird nicht besser. Die Verschlechterung des Lebensstandards nach dem Krieg war die Folge einer staatlichen Politik und insbesondere einer Wirtschaftspolitik, die eben nicht das Wohlergehen der Bevölkerung in den Mittelpunkt rückte, sondern die Umsetzung militärischer Projekte. Weil man eben sich schwach fühlte, man war zwar Sieger, man war Großmacht, aber dieses wirtschaftliche Fundament fehlte und darum ging es jetzt. Also das Projekt, was das am besten kennzeichnet, ist das sowjetische Atombombenprojekt, nachdem die Amerikaner ja 1945 eine Atombombe abgeworfen hatten, begann die Sowjetunion mit dem Bau und in dieses Projekt flossen sehr viele Ressourcen. Insgesamt wurde das Wirtschaftsprogramm der Nachkriegsjahre allerdings verkauft wie die Reise in eine wunderbare Zukunft. Es ging um den vierten Fünfjahrplan oder den ersten Nachkriegsfünfjahrplan für die Jahre 1946 bis 1950. Der sah natürlich den Wiederaufbau der kriegszerstörten Gebiete und das Erreichen der Wirtschaftsleistung der Vorkriegszeit vor und sogar beträchtliche Steigerung. Und die Bevölkerung wurde mit solchen Plakaten animiert, jetzt möglichst schnell am Wiederaufbau teilzunehmen. Also hier sieht man das Stichjahr 1950 und wie viel Fleisch, wie viel tierische Fette, wie viel pflanzliche Fette, wie viel Fisch, wie viel Zucker, wie viel Mehl soll bis dahin eben produziert werden. Und man sieht auch hier wieder diese bunten Farben. Also das ist ja wirklich animierend. Stalin versprach dann auch sehr bald das Ende der Lebensmittelrationierung, also der aus dem Krieg, die Ausweitung der Konsumgüterproduktion und eben gesteigerten Lebensstandard bei sinkenden Preisen. Im besetzten Gebiet, also im Gebiet, was besetzt war während des Krieges, war die Zerstörung natürlich noch wesentlich größer als in den Territorien, die kein unmittelbarer Kriegsschauplatz gewesen waren. Aber auch in diesen Gebieten fand ja die Umstellung statt von Kriegsproduktion auf zivile Produktion. Und das bedeutete für die Menschen vor allen Dingen Lohnkürzungen in einer Größenordnung von 35-50%. Das hatte damit zu tun, dass nicht mehr so lange gearbeitet wurde wie während des Krieges, wo Überstunden täglich oder auch die 7-Tage-Woche auf dem Plan gestanden hatten. Und es gab auch nicht mehr so viel Geld, weil es eben jetzt eine zivile Produktion war. Das wirkte sich natürlich negativ auf die Kaufkraft aus. Lebensmittelmangel und Einkommensverluste lösten sogar mancherorts Panikstimmungen aus. Und es gab auch Menschen, die sich da sehr zynisch drüber lustig gemacht haben, etwa im Leningrad, in dem Werk, wo der legendäre T-34-Panzer produziert worden war, kursierte dieses Gedicht. Der Autor ist unbekannt, aber er sagt eben, ja, wenn man nichts zum Leben hat, dann muss man das Leben eben sein lassen. Also so sieht es dann aus. Also das gibt, also so ironisch, zynisch das auch formuliert ist, aber es gibt natürlich die Lage doch sehr deutlich wieder, in der sich die Arbeiter befanden. Das wirtschaftliche Nachkriegselend gipfelte dann in der Hungersnot des Jahres 1947, also noch ein wichtiges Ereignis dieses Jahres. 100 Millionen Menschen litten Hunger in der Sowjetunion und die Folgen dieser Hungersnot waren bis 1949 spürbar. Trotz des Hungers exportierte das Land 2,5 Millionen Tonnen Getreide, unter anderem in die neuen Länder des späteren Ostblocks. Und das hatte wiederum die Folge, dass für 2 Millionen Menschen nicht genug zum Leben blieb. Sie verhungerten oder starben an den Folgen von Epidemien, die Hungersnöte ja meist begleiten.
Und viele Menschen litten auch lange Jahre später noch an chronischen Erkrankungen und schweren Spätfolgen. Jetzt möchte ich kurz auf das Thema Repressionen eingehen. Das ist ja auch etwas, was nicht aufgehört hat nach dem Zweiten Weltkrieg. Zunächst kann man sagen, bei Ende des Krieges hatten sich die sowjetischen Straflager, die Zwangsarbeitslager, geleert. Denn es gab anlässlich des Sieges eine Amnestie, von der vor allen Dingen Menschen profitierten, die zu kurzen Strafen verurteilt worden waren, also die kleine Delikte begangen hatten. Wenn man aber dann Anfang der 50er Jahre schaut, dann wird deutlich, dieses Lagersystem, der Gulag, hat jetzt seine größte Ausdehnung und niemals zuvor gab es so viele Häftlinge wie Anfang der 50er Jahre. Also zwischen 1945 und 51, 52 passiert ganz viel. Das sind neue Häftlinge. Man kann also nicht sagen, dass dem äußeren Frieden auch so etwas wie eine Entspannung nach innen gefolgt wäre. Ganz im Gegenteil. Niemals zuvor wurden so viele Menschen im Lagersystem Gulag gefangen gehalten und zu Zwangsarbeit herangezogen wie in Stalins letzten Lebensjahren. Stalin starb im März 1953 und danach wird das Lagersystem ja auch sehr schnell aufgelöst, aber bis dahin ist es ständig gewachsen. Die Gesamtzahl aller Inhaftierten erreichte am 1. Januar 1953 weit über 5 Millionen. Wer diese Menschen sind, das sieht jetzt sehr anders aus als in der Vorkriegszeit. In der Vorkriegszeit waren es ja vor allen Dingen in den Jahren 1937, 38 vor allen Dingen politische Häftlinge gewesen, auch wenn sie nichts verbrochen hatten, aber sie wurden aus politischen Gründen verurteilt. Jetzt gibt es auch politische Häftlinge, das sind aber vor allen Dingen nicht russische Nationalitäten, vor allem aus der Ukraine, aus Weißrussland, aus dem Baltikum, also aus Gebieten, die erst jetzt sowjetisiert werden, wo auch gesäubert wird. Also man verhaftet diejenigen, die man potenziell für Feinde hält. Man verhaftet hier auch prophylaktisch. Und außerdem wurde im Jahr 1947 eine Reihe von Gesetzen erlassen. Sie haben das eben gesehen, die geringfügige Regelverstöße ebenfalls mit mehreren Jahren Lagerhaft bestrafen. Und das sind insbesondere die Anti-Diebstahlsdekrete vom 4. Juni 1947, die den Strafrahmen für die Entwendung staatlichen oder gesellschaftlichen oder privaten Eigentums erheblich erweiterten. Und diese Gesetze, das weiß man heute, gehen auf die Initiative Stalins zurück. Und sie sahen drakonische Strafen für Bagatelldelikte vor. Und insgesamt gehören diese Gesetze zu den repressivsten Maßnahmen der Nachkriegszeit. Und ausgerechnet im Hungerjahr 1947 wurden sie erlassen und sie trafen Millionen Menschen. Und das sind jetzt eben keine Großkriminellen, sondern das sind Menschen, die ein paar Lebensmittel gestohlen haben, ein Stück Brot oder auf dem Feld Ähren eingesammelt, um zu überleben. Bis 1953 kamen aufgrund dieser neuen Gesetze rund 1,3 Millionen Menschen für mindestens 5 Jahre in ein Zwangsarbeitslager. Und darunter sind jetzt Gruppen, die man vorher im Lagersystem gar nicht in großer Größenordnung hatte, nämlich viele Frauen, die sich um das Überleben ihrer Familie gekümmert hatten, auch viele Kinder und Jugendliche, die aus Not Mundraub begangen hatten. Also deren Anteil in den Lagern steigt deutlich an. Aber es gibt auch weiterhin Verhaftungen wegen politischer Vergehen und Verstöße gegen die Disziplin am Arbeitsplatz wurden hart bestraft. Also das hat natürlich mit dem forcierten Wiederaufbau zu tun. Niemand sollte während der Arbeitszeit einkaufen gehen oder so etwas. 7 Millionen solcher Urteile, im Durchschnitt 1 Million pro Jahr, wurden zwischen 1946 und 1952 verhängt.
Und alle Menschen, die aufgrund dieser verschiedenen Repressionsmaßnahmen dann verurteilt wurden, füllten die 500 Arbeitskolonien und die 60 sehr großen Lagerkomplexe des Gulag-Systems. Jemand hat errechnet, dass rund 3% der Bevölkerung entweder interniert oder innerhalb der Sowjetunion verbannt waren. Also auch eine sehr große Zahl, die diesen Repressionsmaßnahmen unterlag. In den späten 40er Jahren wurden aber nicht nur vermeintliche Kriminelle, sondern auch die Kultur an die Kandare genommen. Als politisches Ziel ging es jetzt vor allem um die kämpferische Abgrenzung der Sowjetunion gegen die Kultur des Westens, in erster Linie die der USA. Denn außenpolitisch hatte sich das Feindbild schon ab 1946 dann längst von Nazi-Deutschland auf das imperialistische Amerika verschoben. Und die entsprechende Zuspitzung lieferte der Parteiideologe Andrei Zhdanov mit seiner außenpolitischen Rede von den zwei Lagern, die er im September 1947 hielt, anlässlich der Gründung des Kominform, also einer Nachfolgeorganisation der Komintern, die ja 1943 aufgelöst worden war. Damit einher ging eine Offensive, die unter solchen Schlagworten wie Katzbuckelei vor dem Westen oder die bourgeoise Dekadenz geführt wurde. Und sie traf nicht nur Kulturschaffende, sondern auch Wissenschaftler. Ich hatte Ihnen eben zwei Namen aufgeführt, Kluewa und Roskin. Das waren Krebsforscher, die ein Medikament gegen die Krebskrankheit entwickeln wollten. Und die wurden bezichtigt, weil sie auch mit amerikanischen Forschern in Kontakt standen, wichtige Informationen an die Amerikaner weitergegeben zu haben. Und beide sind auch verhaftet und verurteilt worden. Mit der Zeit kam der Kampf gegen die Unterwürfigkeit gegenüber Ausländern in verschiedenen konkreten Kampagnen zum Ausdruck. Und es wurde dann aber auch immer die sowjetische Wissenschaft in den Mittelpunkt gerückt. Also hier heißt es zum Beispiel für das Erblühen der sowjetischen Wissenschaft und Kultur. Also es ging immer nur um das eigene, während das Ausländische niedergemacht wurde. Es wurde auch von allen Kulturwissenschaftlern und Wissenschaftlern, Kulturschaffenden so und Wissenschaftlern erwartet, den verfaulenden Westen anzuprangern und die Überlegenheit Russlands zu betonen, wo immer sich eine Gelegenheit dazu bot. Also es herrschte eine regelrecht xenophobe Stimmung und in diesen Kontext gehört dann auch ebenfalls im Jahr 1947 das Verbot der Ehe mit Ausländern. Also die Abgrenzung geht bis in den privaten Bereich hinein. Das Leben in Russland wird natürlich beschönigt und die Lebensweise des Auslandes herabgewürdigt. Die Russen sollten lernen, es zu verachten und ihm zu misstrauen. Jetzt noch zu einem Thema, was auch auf der Folie gestanden hat, die Währungsreform im Dezember 1947. Während des Krieges waren die gewaltigen Kosten, die mit diesem Krieg einhergingen, vor allen Dingen durch Gelddrucken getragen worden und das Ergebnis war eine riesige Inflation. Um die Geldmenge, die zirkulierte, zu reduzieren, ließ die Sowjetführung neue Rubel drucken und entwertete die alten. Das hat man am 13. Dezember 1947 beschlossen, zugleich mit der Abschaffung der Lebensmittelkarten, also die Aufhebung der Lebensmittelrationierung. Verkündet wurden diese Maßnahmen am nächsten Tag im Radio, abends. Am Tag darauf stand es auch in den Zeitungen. Und das bedeutete praktisch, dass die Sowjetbürger über Nacht den größten Teil ihrer Ersparnisse verloren haben, denn diese alten, die neuen Rubel zu den alten verhielten sich wie 1:10. Also 10% behielt man übrig. Es hatte schon vorher, schon seit Herbst, immer wieder Gerüchte gegeben, dass so etwas kommen würde.
Und in den Städten sind dann auch Hamsterkäufe veranstaltet worden oder die Leute haben ihr Geld in Restaurants ausgegeben nach dem Motto, wir wollen wenigstens selbst etwas davon haben, ehe der Staat es nimmt. Aber natürlich hatten nicht alle Gelegenheit, sich noch ein Piano oder was auch immer zu kaufen. Und am härtesten getroffen waren die Bauern, die erst sehr spät erfahren haben und die auch wahrscheinlich die größten Ersparnisse hatten nach den Kriegsjahren. Und die sind wirklich um ihr Geld betrogen worden. Jetzt komme ich allmählich, Sie werden wahrscheinlich denken, endlich zum eigentlichen Thema, nämlich auf die Jubiläen. Aber auch da ist es wieder so, es gibt nicht nur ein Jubiläum im Jahr 1947, sondern es sind mehrere. Es gibt ja auch am 9. Mai den Tag des Sieges, das dritte Jubiläum, was ja vielleicht auch etwas Besonderes ist. Und es gab in der Tat am 9. Mai 1947 Veteranentreffen, Volksfeste, Ausstellungen zum Thema Sieg, Radiosendungen. Also alle Kulturschaffenden wurden in die Pflicht genommen. Und vor allen Dingen erschien diese Zusammenfassung von Stalins Reden, Ansprachen und auch einigen Befehlen aus den Kriegsjahren unter dem Titel »Über den großen Vaterländischen Krieg«. Das hier ist eine Neuausgabe aus dem Jahr 2002, aber es ist identisch mit diesem Band von 19, wie ein Gebetbuch so ein bisschen, aus dem Jahr 1947. Andere Schriften, etwa Erinnerungen von Militärs, durften nicht erscheinen, sondern nur dieses Buch von Stalin. Die Bevölkerung hatte eigentlich von diesem dritten Siegesjubiläum wenig. Wenn man das vor allen Dingen einmal vergleicht mit der Aufmerksamkeit, die Stalin zuteil wurde. Alle Zeitungen machten am 9. Mai 1947 mit einem großen Stalin-Porträt und einem Leitartikel auf, der dem Sieg gewidmet war und natürlich Stalins genialer Rolle, der das Volk von Sieg zu Sieg geführt habe. Und was jetzt von der Bevölkerung erwartet wurde, das war, dass man Stalin danken sollte. Also die eigene Kriegsleistung spielte keine Rolle mehr, so steht es auch hier. Danke Stalin, das ist zwar selbst ein Kriegsteilnehmer mit seinem Sohn, aber der Sohn lernt hier auch schon, wem er zu danken hat. Also die Menschen sollen Dank abstatten, während der Staat sich seiner Bevölkerung gegenüber nicht generös zeigte. Im Gegenteil. Die Siegesfeier selbst, die in Moskau am 9. Mai zum dritten Jahrestag des Triumphes, fiel sehr karg aus. Es gab nicht mal eine Militärparade auf dem Roten Platz. Und es gibt ja diesen sowjetischen Festkalender, in dem der 1. Mai, der Tag der Arbeit, drinsteht und seit 1945 auch der 9. Mai, der Siegestag. Aber am Ende des Jahres entzog Stalin seiner Bevölkerung diesen Feiertag am 9. Mai. Er blieb zwar im Kalender ein Feiertag, aber es musste gearbeitet werden ab 1948. Und damit verlor er natürlich für die Werktätigen allen Glanz als offizieller Festtag. Und für sie hieß es nur, wir müssen noch mehr arbeiten. Also das war eigentlich die Bilanz dieses dritten Jahrestages des Sieges. Der Staat konnte aber, was die Versorgung mit Konsumgütern angeht, seinen Arbeitern eigentlich kaum etwas bieten, um sie zu höheren Leistungen anzureizen. Die Plakate tönten zwar immer, neue Siege an der Produktionsfront sollen errungen werden, aber diejenigen, die das tun wollten, hatten alte Kleider an, zerlumpte Kleider und Schuhe, die schon die Vorkriegszeit erlebt hatten. Vielerorts glichen die Beschäftigten, wenn sie zur Arbeit gingen, Bettlern in Lumpen. Die Situation war derart dramatisch, dass sich im Herbst 1946 mehrere lokale Parteikomitees an das
Zentralkomitee wandten mit einer bis dahin präzedenzlosen Bitte. Sie baten nämlich darum, am 7. November keine Revolutionsfeier durchführen zu müssen, weil die Menschen einfach nicht die nötige warme Kleidung dafür hatten. Und dieser Bitte wurde auch stattgegeben. Diese dramatische Lage erklärt wohl auch, warum das 30. Revolutionsjubiläum im Jahr 1947 durch eine andere Feier regelrecht überlagert wurde. Eine Feier, die bereits im September stattfand, als man voraussichtlich warme Kleidung und festes Schuhwerk noch nicht so dringend benötigen würde. Und bei dieser Feier handelt es sich um das 800. Stadtjubiläum von Moskau, das am 7. September begangen wurde. Zu dieser Feier hat es auch alle möglichen Artefakte gegeben, auch so etwas wie dieser Teppich oder diese Decke. Also es gibt ja diverse solche Produkte aus der sowjetischen Festkultur. Also ich habe dieses gefunden. Das heißt, im Jahr 1947 hat der offizielle Festkalender mit dem 9. Mai und dem 7. November eigentlich gar keine große Bedeutung, sondern alles konzentriert sich auf ein neues Fest, auf die 800-Jahr-Feier der Gründung Moskaus. Und hier geht es auch gar nicht so sehr um sowjetische Errungenschaften, sondern um Kontinuitäten der russischen Geschichte. Und wenn man sich das Fest so ein bisschen anschaut, dann trägt das auch eher den Charakter eines Volksfestes mit diversen Belustigungen. Also zu diesem Anlass wurde in der Tat der Bevölkerung etwas geboten, auch wenn es nur an einem Tag war. Die Idee zu diesem Fest soll angeblich von Moskauer Intellektuellen gekommen sein, schon während der Kriegsjahre, und soll dann bei der Parteiführung auf offene Ohren gestoßen sein. Man hatte ja schon während des Krieges manch patriotische Symbole aus der vorrevolutionären Vergangenheit in den Propagandadiskurs integriert und sozialistische und kommunistische Motive weit dahinter zurücktreten lassen. Der Termin im September hat auch vermutlich gar nichts mit den historisch belegten Daten über die Gründung Moskaus zu tun. Also es ist hier reiner Pragmatismus, dass man das in den frühen Herbst legt. Man hofft einfach, es gibt noch warmes Spätsommerwetter und es ist Erntezeit. Das ist also eine gute Zeit, um die vielen zu erwartenden Gäste möglichst reibungslos mit Lebensmitteln zu versorgen. Und einen besseren Zeitpunkt hätte man kaum finden können. Die wirtschaftliche Lage ist natürlich desolat, aber dieses Fest soll eindrucksvoll, es soll wirklich pompös werden. Und es gibt dann auch Anweisungen von der Propagandaabteilung des Zentralkomitees für Redner, welchen Themen die sich widmen sollen angesichts der 800-Jahr-Feier. Also es ging dabei vor allen Dingen um die glorreiche Vergangenheit des starken Moskauer Staates, der in einer Vielzahl von Vorträgen, Ausstellungen und auch in historischen Filmen beschworen werden sollte. Daneben gab es aber auch Musik-, Sport- und Tanzdarbietungen und etwas, was die meisten interessiert haben dürfte, auch ein gewisses kulinarisches Angebot. Der Höhepunkt war dann die Verleihung des Lenin-Ordens an die Stadt Moskau. Auch da hieß es, es für die herausragenden Verdienste ihrer Werktätigen, die sie im Kampf gegen die deutschen Eroberer an den Tag gelegt haben und für ihre Erfolge bei der Entwicklung der Industrie und der Kultur. Also das ist dann der Höhepunkt dieser Feierlichkeiten. Insgesamt hat man aber versucht, eine Brücke zu schlagen zwischen der vorrevolutionären, also der Moskauer Vergangenheit und der sowjetischen Gegenwart. Ich habe hier noch einmal aus der Quelle so etwas aufgelistet, also Materialien für Vortragende, welchen Themen die sich
widmen sollten. Also dass Moskau eben das Zentrum des nationalen Lebens des großen russischen Volkes ist. Also dieser großrussische Nationalismus war ja von Stalin schon 1945 propagiert worden. Dann der große Oktober, also die Oktoberrevolution wird hier vorweggenommen. Und dann eben die Besonderheit Moskaus, was sich der Liebe der Volksmassen erfreut. Es ging weiterhin um die Glorifizierung der militärischen Erfolge des Moskauer Staates, des Russischen Reiches und der Sowjetunion. Also so etwas, was Stalin auch in seinen Kriegsreden immer schon propagiert hatte, wo er ja zu Alexander Newski und Dmitri Donskoi zurückging. Also so etwas soll jetzt auch noch einmal der Bevölkerung in den Kopf gebracht werden. Ferner das Lob der nationalen Einheit sowie die besondere Würdigung historisch herausragender Persönlichkeiten. Und die herausragendste Persönlichkeit ist natürlich Stalin. Die ganze Stadt war geschmückt mit überlebensgroßen Abbildungen von Stalin. Aber er selbst war während der Feierlichkeiten nicht anwesend. Er schickte lediglich eine Grußadresse, die am 7. September auf der Titelseite der Pravda erschien. Also hier ist auch wieder dieses Motiv, das historische Verdienst Moskaus bestand und besteht darin, dass es den zentralen Staat auf russischem Boden begründet und initiiert hat. Und dann spielt es natürlich auch eine Rolle in der sowjetischen Zeit. Stalin spricht auch die zahlreichen Gäste aus dem Ausland an, indem er dann auch noch erwähnt, dass Moskau zum Zentrum der Organisation der Völkerfreundschaft und ihrer brüderlichen Zusammenarbeit in unserem Vielvölkerstaat geworden sei. Also man hatte auch Bürgermeister aus der ganzen Welt, also von Hauptstädten aus der ganzen Welt eingeladen, außerdem Diplomaten verschiedener Länder und weitere Delegierte aus Westeuropa, aus Kanada und den USA. Die Bürgermeister von London und New York kamen nicht. Das ist wahrscheinlich schon ein früher Reflex des Kalten Krieges. Zu diesem Zeitpunkt hielt sich gerade der amerikanische Schriftsteller John Steinbeck in Moskau auf. Und er hat ein Buch veröffentlicht, Russian Journal. Ich glaube, das gibt es inzwischen auch in deutscher Übersetzung. Und Steinbeck beschreibt dort ein bisschen diese Vorbereitungen zum 800. Stadtjubiläum. Und er war auch nicht nur alleine unterwegs, sondern wurde begleitet von dem Fotografen Robert Kappa. Und der hat das auch fotografisch festgehalten, was sich abgespielt hat. Steinbeck spricht von einer fiebrigen Aktivität, die sich in der Hauptstadt ausbreitete. Die großen Gebäude wurden alle frisch gestrichen und mit diesen Stalin-Plakaten geschmückt. Zentrale Gebäude erstrahlten in festlicher Beleuchtung. Auch die Kremlmauern, die Kremltürme wurden beleuchtet. Nächtens waren alle öffentlichen Gebäude angestrahlt. Auf den öffentlichen Plätzen waren auch solche Tanzbühnen aufgebaut worden. Die Frauen im Vordergrund sehen jetzt nicht sehr fröhlich aus. Das trifft wahrscheinlich auch diese Stimmung dann sehr gut. Aber man konnte auch Eiscreme, Süßigkeiten und Souvenirs kaufen. Nahezu jeder, so schreibt Steinbeck, trug ein metallenes Abzeichen, ein Znatschok, das speziell zur 800-Jahr-Feier Moskaus in den Verkauf gekommen war. Die Stadt muss voll gewesen sein mit Menschen. Viele ausländische Delegationen trafen ein. Alle Verkehrsmittel und Restaurants waren hoffnungslos überfüllt. Die Straßen waren voller Menschen. Lastwagen und Züge brachten Kohl, Tomaten, Melonen und Gurken in großen Mengen in die Stadt. Angeblich Geschenke der Kolchosbauern zum 800. Stadtjubiläum. Wahrscheinlich wieder so ein Fall von erzwungener Freiwilligkeit. Also es war ja nicht das erste Beispiel dieser Art.
Bauern waren aber auch als Gäste nach Moskau gekommen. Manche sahen die Hauptstadt überhaupt zum ersten Mal und konnten ihren Augen angesichts des bunten Treibens kaum trauen. Die meisten, so schreibt Steinbeck, schlenderten einfach nur herum und schauten. Sie schauten vor allen Dingen auf die riesigen Stalin-Porträts, aber auch Molotow, der sowjetische Außenminister, war zu bestaunen, natürlich deutlich kleiner als Stalin. Eine große Darbietung fand im Sportstadion statt. Massenaufmärsche von Fabrikarbeitern in bunten Kostümen. Außerdem gab es Sportwettkämpfe, tanzende Pferde, Fahrradparaden, Motorradrennen sowie ein Motorraddefilé, wo auf den Sitzen der Motorräder junge Frauen standen, die rote Fahnen schwenkten. Also das war der Höhepunkt dieser Sportveranstaltung. Am Abend fanden dann auf dem Roten Platz und in Nähe des Roten Platzes riesige Feuerwerke statt. Angeblich soll es Millionen Zuschauer gegeben haben. Stalin war während der ganzen Feierlichkeiten nicht anwesend. Er machte Urlaub am Schwarzen Meer. In Anlehnung an einen der nächsten schönen Vortragstitel in dieser Reihe, der da heißt Brezhnev geht baden, hätte ich diesen Vortrag also auch Stalin macht Urlaub nennen können. Vertreten wurde er durch Außenminister Molotow, der auch zugleich noch Vertreter Stalins im Amt des Ministerpräsidenten war. Und um Molotow hatte sich zu dieser Zeit auch so ein Personenkult gebildet, allerdings ein vergleichsweise bescheidener. Während sich im Jahr 1947 die Festtagsplanung, die Ausgaben und die Ausgestaltung der Feierlichkeiten voll und ganz auf das Stadtjubiläum am 7. September konzentrierten, traten die Veranstaltungen zum 30. Jahrestag der Oktoberrevolution deutlich in den Hintergrund. Das Fest war einfach schon gewesen. Es war vorbei. Man hat die dekorative Beleuchtung der Stadt einfach hängen lassen bis zum 7. November. Es wurden dann noch ein paar Stalin-Porträts erneuert. Also denen hatte ja auch der Regen mitgespielt. Und es kamen ein paar neue Plakate mit politischen Losungen hinzu. Aber ansonsten folgten die Feierlichkeiten einer lang eingeübten Routine, die in ihrer Bescheidenheit kaum erkennen ließ, dass es sich um etwas so Besonderes wie den 30. Jahrestag handelte. Es gab die übliche Militärparade auf dem Roten Platz, einen Aufmarsch der Werktätigen. Unter den Zuschauern waren auch einige ausländische Gäste. Aber weil Stalin eben immer noch Urlaub machte und deshalb selbst an dieser Feier nicht teilnahm, blieben auch die Führer der ausländischen kommunistischen Parteien fern. Niemand stand auf dem Dach des Lenin-Mausoleums, um die Parade abzunehmen. Und Stalin hatte diesmal nicht einmal eine Jubiläumsadresse geschickt, sondern überließ es wiederum Molotow, ihn in der Öffentlichkeit zu vertreten. Und so war es dann auch Molotow, der die Hauptrede hielt vor dem Moskauer Stadtsowjet. Und ja, das sind so einige Eingangsworte. Also die Rede muss mehrere Stunden gedauert haben. Die gibt es in deutscher Übersetzung. Also wenn Sie das gerne nachlesen möchten, dann können Sie das tun. Aber ich habe Ihnen nur einen kleinen Eindruck hier geschildert. Und nach diesen Eingangsworten geht Molotow dann ein auf diese 30 Jahre und sagt, der von uns zurückgelegte Weg kann in drei Perioden eingeteilt werden. Die erste Periode ist die vom Sieg der Sowjetmacht, also 1917, bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges. Die zweite Periode, das sind die Kriegsjahre. Und die dritte, die Periode, die gerade erst beginnt, das sind die Jahre der Aufbauarbeit nach dem Krieg. Und dann führt er eben aus, dass die sowjetische Gesellschaftsordnung sich als richtig erwiesen habe und das habe ja der Sieg schließlich gezeigt. Also eine neue Legitimation sei durch den Sieg geschaffen. Und damit seien auch neue Voraussetzungen für den Sowjetpatriotismus geschaffen worden.
denn der habe die demobilisierten Soldaten und Offiziere davor geschützt, sich den schädlichen Verlockungen der westlichen Ordnung hinzugeben und sich stattdessen mit noch größerem Eifer an den Wiederaufbau zu machen. Also dieses Thema, alle müssen für den Wiederaufbau jetzt kämpfen, das durchzieht auch seine Rede. Und mit Blick auf den Nachkriegs-Fünf-Jahr-Plan sagt er dann noch, die von der Partei und der Regierung aufgestellten Aufgaben zur Wiederherstellung und Hebung der Volkswirtschaft begeistern unser Volk zu neuen Leistungen und Arbeitstaten. Das ganze Land lebt jetzt in dem Bestreben, den neuen Fünf-Jahr-Plan nicht nur zu erfüllen, sondern sogar überzuerfüllen. Also das ist die wesentliche Botschaft zum 30. Revolutionsjubiläum. Er führt das dann noch weiter aus, dass die sowjetische Ordnung überlegen sei. Das ist natürlich auch eine Warnung an das Ausland, an die neuen Gegner im Kalten Krieg. In dem Zusammenhang erwähnt er dann auch noch, die Atombombe ist ja kein Geheimnis mehr. Es soll aber noch 2 Jahre dauern, bis der erste erfolgreiche sowjetische Atombombentest stattfindet. Das ist nämlich erst 1949. Aber was man 1947 bereits hat, das ist diese Auflage eines eigenen Atombombenprogramms unter dem Vorsitz von Beria, dem Innenminister und Geheimdienstchef. Und dieses Projekt steht im Grunde für die gesamte Prioritätensetzung der Sowjetunion nach Kriegsende. Alles, was die Macht des sowjetischen Staates stärkt, das wird jetzt mit Volldampf vorangetrieben. Und alles andere muss in den Hintergrund treten, wenn man überhaupt die Ressourcen für diese Schwerpunktprojekte freisetzen will. Für die Menschen bleibt dabei nicht viel, für manche bleibt auch gar nichts übrig. Anders als bei der Feier zum 20. Revolutionsjubiläum gab es im Jahr 1947 keine Lohnerhöhung, also auch keine sonstige Gratifikation. Das Einzige, was der Staat seiner Bevölkerung am 7. November zu bieten hatte, war eine Propagandadusche grandiosen Ausmaßes. Die Presse, die Verlage, das Radio, die Theater und Museen wurden dafür in die Pflicht genommen. Und das Hauptthema aller dieser Veranstaltungen war die schnellstmögliche Übererfüllung des 4. Fünf-Jahr-Planes. Also dazu gibt es auch eine Vielzahl von Plakaten. Hier sehen Sie auch noch einmal diese Vorschläge für Vorträge zum 30. Revolutionsjubiläum. Und da ist auch immer wieder die Übererfüllung der Produktionspläne. Also das sollte den Menschen eingehämmert werden. Und das Loblied auf Stalin. Also das sind die beiden beherrschenden Themen. Und die Plakatkünstler machen natürlich auch mit. Auch hier heißt es, kämpft für die Erfüllung und Übererfüllung des neuen Fünf-Jahr-Planes. Und dann als Anreiz für die Anhebung des materiellen Wohlstandes und der Kultur unseres Volkes. Also da habe ich noch 2 Beispiele. Hier geht es um den sozialistischen Wettbewerb, wo auch alle aufgefordert werden, mitzumachen. Oder ich glaube, es gibt noch eins. Ja, wir haben im Kampf gesiegt, also werden wir auch in der Arbeit siegen. Das sind solche Plakate, ebenfalls aus dem Jahr 1947. Das Einzige, was die Menschen von den Revolutionsfeiern mitnehmen konnten, waren wiederum kleine Metallabzeichen, die an das Ereignis erinnerten. Aber selbst diese bekamen sie nicht geschenkt, sondern mussten sie für 8 oder 10 Rubel kaufen. Wenn wir noch einmal auf die vorangegangenen Revolutionsfeiern blicken, das ist ja hier auch schon getan worden, dann kann man sagen, dass die großen Feierlichkeiten zum 10. Jubiläum im Jahr 1927 vor allen Dingen den Zweck verfolgt haben, den Mythos dieses Ereignisses und die zentrale Rolle der bolschewistischen Partei dabei zu schaffen. Also es sollte ein bestimmtes Narrativ über den Roten Oktober zementiert werden.
Und das sollte sich dann idealerweise auch mit der individuellen Erinnerung verbinden. Es gab ja viele Menschen, die selber teilgenommen hatten. Und für die, die nicht teilgenommen hatten, sollte es sich im kollektiven Gedächtnis verankern. Im Jahr 1937 bedeuteten die Feiern eigentlich eine gigantische Präsentation der Fortschritte des Landes. Die ganze Gesellschaft sollte von diesen Veranstaltungen erfasst werden, weshalb sie auch 3 Tage dauerten, vom 6. bis zum 8. November im Jahr 1937. Und diese 3 Tage waren auch zu arbeitsfreien Nationalfeiertagen erklärt worden. Alle Darbietungen zeichnen dann ein Land, das einen großen Sprung nach vorn gemacht hatte. Und es war weit mehr als ein Regime, das aus einer Revolution hervorgegangen war, sondern ein ganz eigenständiges Modell. Also die Feiern im Jahr 1937 sind so etwas wie eine Siegesfeier des Stalinismus, der Weltöffentlichkeit seine Erfolge präsentiert. Die Verhaftungen und Erschießungen im Zuge des großen Terrors sind allerdings genau zu dieser Zeit schon im Gange. Und NKWD-Abteilungen marschierten auch über den Roten Platz bei den Feierlichkeiten. Die Sowjetunion von 1947 ist ein siegreiches Land, aber immer noch ein weithin zerstörtes, das seine vom Krieg erschöpfte Bevölkerung weder anständig kleiden noch sie vor dem Hungertod schützen konnte. In dieser Situation wollte man vielleicht zum 30. Jubiläum der Revolution lieber nicht an den revolutionären Kontext seiner Entstehung erinnern, sondern rückte stattdessen das Moskauer Stadtjubiläum in den Mittelpunkt. Dabei richtete sich der Fokus auf den starken Staat, dessen Anfänge bis in die Moskauer Zeit zurückreichten. Immerhin bekam zumindest die Moskauer Bevölkerung ein paar Leckerbissen und einige Lustbarkeiten geboten, bevor sie derart gestärkt am nächsten Tag an der Produktionsfront neue historische Siege erringen sollte. Zum 30. Revolutionsjubiläum hielt die Bevölkerung für seine Bevölkerung nichts an, die Regierung, Entschuldigung, für die Bevölkerung nichts anderes bereit als verschiedenste Varianten des immer gleichen Appells, schneller und besser zu arbeiten. Die von vielen erwarteten oder auch sehnsüchtig erhofften Lohnerhöhungen, wie es sie im Jahre 1937 gegeben hatte, blieben den Werktätigen versagt. Unter dem strengen Blick Stalins, dessen Plakate die Hauptstadt schmückten und um den alle Reden kreisten, schauten die Menschen am 7. November 1947 mit knurrendem Magen und zitternd vor Kälte in eine düstere Zukunft. Das war's. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Beate Fieseler, für diesen Einblick in das Jahr 1947, das ja noch viel mehr zu bieten hat, als ich dachte. Viel mehr Widersprüche, viel mehr Ereignisse und Entwicklungen, die ich wirklich faszinierend finde. Ich würde gern die Diskussion eröffnen. Wem darf ich das Mikrofon für die erste Frage reichen? Ich habe eine Frage zu den Gulags, die Sie angesprochen haben. Also die deutschen Kriegsgefangenen, die waren in diesem System ja nicht mitgerechnet. Ich glaube, in der Gesamtzahl sind auch die drin. Also die gehörten zwar zu diesem GUPWI-System, nicht Gulag, aber in dieser Zahl, die ich genannt habe, sind die, glaube ich, auch drin. Aber das war dann doch, wenn man davon ausgeht, dass jetzt diese Gulags aus wirtschaftlichen Gründen betrieben wurde, Bergwerke zu betreiben oder so, dann die deutsche Arbeitskraft, die war ja schon vorhanden. Ich verstehe nicht, weiß man, was der Grund war, warum Stalin noch mehr Leute dort hineingezwungen hat durch diese verschärften Maßnahmen? Also diese
Sie meinen wahrscheinlich speziell die Diebstahlgesetze und diese gegen Verletzungen der Arbeitsdisziplin. Das kommt natürlich im Hungerjahr. Und man wollte den Eindruck erwecken, es gibt nichts, nicht genug zu essen, weil im großen Maßstab Diebstahl begangen wird. Also das war so Teil dieser begleitenden Propaganda. Also es gibt dunkle Kräfte, die versorgen sich selber ganz gut und betreiben Spekulation. Und deshalb ist in den Geschäften nichts zu kaufen. Diesen Eindruck wollte man erwecken. Und gleichzeitig sollte natürlich die Bevölkerung in Schach gehalten werden. Es hatte diese Gesetze 1932 schon einmal gegeben, auch im Rahmen der großen Hungersnot. Und das soll einfach ja Repression androhen. Man darf auch bei größtem Hunger nicht stehlen. Aber nach außen verkauft wurde das anders, sondern als sei wirklich großer Diebstahl im Gange. Also das Wort Hunger wurde 1932 nicht erwähnt, 1947 auch nicht. Ja. Ja, ganz herzlichen Dank für den wahnsinnig spannenden Vortrag. Und mir ist ein eigener blinder Fleck aufgefallen für das Jahr 47. Ich habe gerade ein paar, aber eher kleinere Fragen. Also wenn man deinem Vortrag folgt, dann hat es ja eigentlich fast nur Verlierer. Und deshalb wollte ich kurz fragen, gab es denn auch Sieger in diesem Jahr 47 und wer waren die? Und das andere ist, ich fand das ganz interessant zum Fünfjahresplan, dieser Hinweis, wir wollen die Konsumgüter erstens mal steigern und dann auch noch die Qualität verbessern. Mhm. Das lässt ja auch schon Rückschlüsse auf vorherige Zeiten machen. Da wollte ich aber fragen, weil diese Zeit zwischen 47 und 53 ist ja vor allem auch als die bekannt der Schwerindustrie. Und da wollte ich bei dir nachfragen, wie wechselt sich das dann ab? Also am Anfang ist ja offensichtlich, dass jetzt ganz dringend Konsumgüter her müssen. Und ab wann kippt denn das in den Fokus, dass man eben doch stärker in die Schwerindustrie wieder Geld buttert? Und ganz am Schluss eine kleine letzte, weil ich diese Fotos von Kappa so spannend fand. Hat man dieses Elend fotografisch dokumentiert? Weil eben es ist ja so offenkundig, diese pastellfarbenen, für uns bekannten Stalin-Plakate. Aber eben hat man überhaupt dieses Erdhüttenfoto, fand ich so eindrücklich. Hat man das dokumentiert, wie es auf dem Land der Bevölkerung, vor allem im Kriegsgebiet geht? Ich fange mal mit dem Letzten an. Also private Fotoapparate sind ganz wenig verbreitet, insofern gibt es auch viel weniger Fotos als aus anderen Ländern. Es gibt einige, aber wirklich sehr, sehr wenig im Vergleich zu dieser bunten Propaganda. Die ist wesentlich besser dokumentiert. Also das ist mir jetzt auch noch einmal aufgefallen, als ich Bilder gesucht habe für diesen Vortrag, wie viel bunte Propaganda ich gefunden habe und eigentlich nur dieses eine Foto. Es gibt sicherlich mehr. Ich habe auch schon mal im Archiv in Krasnogorsk versucht, etwas zu bekommen, aber da ist man nicht so freigebig. Ich denke, inzwischen sind im Internet einige Dinge aufgetaucht, aber die lassen sich oft jetzt aus wissenschaftlicher Perspektive dann nicht sehr genau zuordnen. Also von wann genau, wer hat das Foto gemacht, solche Informationen fehlen. Deshalb sind die für Historiker ja vielleicht zum Anschauen schön, aber man kann sie nicht verwenden. Dann die Frage nach den Siegern. Also der große Sieger ist sicherlich Stalin, dem zwar ein bescheidener Lebensstil angedichtet wurde in hagiografischen Darstellungen. Bei näherem Hinsehen muss man sagen, Stalin fehlte es an nichts. Er hatte mehrere große Datschen, Ferienhäuser mit Wachpersonal, mit allem ausgestattet. Also auch materiell fehlte es ihm an nichts, wenngleich er kein Luxusleben geführt hat. Aber der Abstand zu dem, was die Bevölkerung hatte, war doch schon sehr groß.
Und es gibt vielleicht doch einige Gewinner in materieller Hinsicht unter den Militärs, die ja Kriegsbeute mitbringen durften in die Sowjetunion. Und über Marschall Schukow wird immer gesagt, dass seine Kriegsbeute, ich weiß nicht wie viele, aber Eisenbahnwagen gefüllt habe. Also das war viel. Das wurde dann aber später auch, als Schukow in Ungnade fiel, zum Gegenstand einer Kampagne. Also dass er sich so bereichert habe. Aber die hohen Militärs durften Beute mitbringen und haben das auch getan. Während alles, was Soldaten bekamen, war, dass sie ihre Militärkleidung behalten durften. Und die hatte einen unglaublichen Wert, weil es vergleichsweise gute Kleidung war. Wer sogar Lederstiefel behalten durfte, war der König. Diese Kleidung ist ja auch auf Schwarzmärkten dann teuer verkauft und gehandelt worden. Aber weitere Sieger kann ich wirklich nicht erkennen in diesem Gesamtzusammenhang. Und die mittlere Frage habe ich jetzt schon wieder aus den Augen verloren. Entschuldigung. Ach so, also das kippt, der vierte Fünfjahrplan ist ein Schwerindustrie-Fünfjahrplan. Also auch das ist wieder ein Sand in die Augen streuen, dass jetzt die Konsumgüterproduktion steigen wird. Donald Filzer hat einmal an so banalen Dingen wie Strümpfen ausgerechnet. Was bedeutet denn der vierte Fünfjahrplan? Und da ergab sich nicht mal ein paar Strümpfe pro Kopf. Und die Strümpfe, die die Menschen hatten, die hatten den Krieg schon mitgemacht. Und auch davor waren die Fünfjahrpläne ja auf die Schwerindustrie konzentriert gewesen. Also Konsumgüter haben über eine sehr lange Zeit keine Rolle gespielt. Deshalb ging man ja auch in Lumpen und barfuß. Also viele, viele Kinder konnten nicht zur Schule gehen, weil sie nichts zum Anziehen hatten. Die waren quasi nackt. Also das durchzieht die Quellen der zweiten Hälfte der 40er Jahre. Immer zum Schuljahresbeginn am 1. September diese Meldungen, wie viele Kinder können nicht kommen und warum. Und dass sich der Lebensstandard wirklich wieder dem annähert, wo man 1928 gewesen war, also vor der Kollektivierung, vor dieser stalinschen Industriepolitik und Landwirtschaftspolitik, das ist 1958. Also 30 Jahre ging es der Bevölkerung schlecht und niemals ging es so schlecht wie nach dem Krieg. Also das haben auch ausländische Journalisten, die sich ja auch bis Ende der 40er Jahre noch aufhalten durften in der Sowjetunion, entsetzt vermerkt in ihren Berichten, dass man niemals glauben würde, es handelt sich um eine Siegermacht. So viel Elend, so viel Armut und an elementarsten Dingen wie Wohnung und Kleidung und Nahrungsmittel. Also da hat ja Chruschtschow dann wirklich durch seine Agrarpolitik noch einmal neue Akzente zu setzen gesucht, auch durchaus erfolgreich mit der Neulandkampagne. Und dahinter stand ja gerade diese Erfahrung, das Land soll nie mehr hungern dürfen. Und unter Chruschtschow ist auch Getreide eingeführt worden vom Klassenfeind aus Kanada. Also der hat die Bevölkerung dann nicht mehr hungern lassen. Aber seine Versprechen waren auch sehr viel größer als das, was tatsächlich erreicht wurde. Und das hat dann sicher auch zu seinem Sturz beigetragen. Aber in der Chruschtschow-Zeit verbessert sich die Versorgung spürbar. Aber erst dann, also das ist dann Mitte der 50er Jahre. Ich habe noch eine Frage, was mich interessiert, ist dieses, was ich gar nicht wusste, dieses Verbot der Ehe mit Ausländern. Mhm. Bezieht sich das auf alle Ausländer oder sind zum Beispiel die sozialistischen neuen Brudervölker ausgenommen? Weil gerade wenn man eben das demografische Ungleichgewicht, das war ja so schön zu sehen in dieser Tanzbühne, wo nur Frauen miteinander tanzen. Ja. Das war ja so ein großes demografisches Problem, auch in den Augen der Staatsführung. Mhm. Da wäre es ja irgendwie
naheliegendes gewesen, dass man versucht hat, Männer den sozialistischen kommen. Block so zu stärken. Ja. Also ich habe da auch noch im Internet recherchiert, weil ich das nämlich auch nicht genau weiß. Ich habe einfach nur das gefunden. Mhm. Generelles Verbot der Ehe mit Ausländern. Das richtete sich natürlich gegen die ehemaligen Kriegsalliierten. Ja. Also da hat es ja auch Beziehungen gegeben und Verbindungen und manche wünschten sich das auch. Da geht es wirklich darum, wir schließen uns vom Ausland ab und in erster Linie ist natürlich das westliche Ausland gemeint, der verfaulende Kapitalismus. Aber was du gerade ansprichst, diese vielen Frauen, die keine Gelegenheit haben, einen Mann zu finden, da ist man auch auf sehr spezifische Weise mit umgegangen. Und zwar schon vor Ende des Krieges ist das Familienrecht reformiert worden. Man hat also Orden verteilt für Frauen, die viele Kinder bekommen. Die sind auch abgestuft. Also ab 5 Kindern gibt es das, ab 6 Kinder. Dann gab es die Heldenmutter für 10 und 12 Kinder. Also das wird materiell begünstigt. Diese vielen Kinder, aber die müssen nicht nur geboren worden sein, sondern die müssen leben. Dann gibt es das. Es wird aber auch eingeführt, es wird sogar propagiert, dass alle Frauen Kinder bekommen sollen, egal ob sie denn verheiratet sind oder nicht. Und damit wird gleichzeitig den Männern ein Freibrief erteilt, vermehrt euch nicht nur in der Ehe, sondern vermehrt euch, wo ihr könnt. Euer Name wird nicht auftauchen in den Registern und ihr werdet keine Alimente zahlen müssen, die zahlt der Staat. Also es ist wirklich so ein Gebärzwang erlassen worden für Frauen. Es gibt natürlich keine Verhütungsmittel, überhaupt keine. Also wenn man schwanger wird, soll man auch gebären. Die Abtreibung bleibt verboten. Wenn man da noch einmal an das Jahr 1920 denkt, im Bürgerkrieg, da war die Sowjetunion das erste und einzige Land der Welt, was die Abtreibung erlaubt hat. Genau mit dem Argument, es herrscht so große Not, in einer solchen Situation können wir unsere Frauen nicht zwingen, Kinder zur Welt zu bringen und sie sollen auch nicht illegal auf irgendwelche Hinterhöfe gehen. Wenn, dann soll es unter medizinischen, hygienischen Bedingungen stattfinden. Dieselben Argumente hätten im Jahr 1947 eigentlich auch gelten müssen. Aber hier kommt genau das Gegenteil. Abtreibungen werden hart bestraft und nicht nur die, die das an sich vollziehen lassen, sondern auch die, die es tun. Also das ist wirklich so eine gebärfördernde Politik auf allen Kanälen. Es gibt Positives. Diejenigen, die nur 2 Kinder haben, werden steuerlich zur Kasse gebeten, die gar keine Kinder haben, noch mehr. Also die einen müssen zahlen, die anderen bekommen was und die Frauen sollen gebären. Aber natürlich gleichzeitig den Plan übererfüllen. Also für Frauen, glaube ich, war das die schlimmste Zeit. Steinbeck, mhm. aus den USA. War der ohne Probleme nach Russland gekommen oder ist er eingeladen worden? Oder weiß man eingeladen werden mussten Ausländer immer. Das ist seit den 30er Jahren so. Aber Steinbeck ist, glaube ich, noch gerade in der Zeit gekommen, als diese Kulturkampagnen gegen das Ausland noch nicht ausgebrochen waren. Also die fangen ja so mit Macht im Jahr 1948 an. Und im Jahr 1947 gibt es noch eine ganze Reihe ausländischer Reporter. Da sind auch noch Amerikaner und Briten da. Und zu denen hat Steinbeck irgendwie auch noch gehört. Also so einer der letzten, der das Land nach dem Krieg sieht. Und er ist ja von seiner Ausrichtung her jetzt kein konservativer Schriftsteller. Also das liegt nicht ganz fern, dass man so jemanden wie ihn eingeladen hat. Und er ist auch viel gereist in der Sowjetunion, er war auch in der Ukraine, er war in Georgien. Und also der beschreibt das auch absolut lustig, was er da sieht, wie viel getrunken wird. In Georgien ist die Not nicht so groß, da wird auch viel gegessen, schreibt er. Aber was die Leute nach seinem Besuch dann gegessen haben, das weiß man ja auch nicht so genau.
Und dieser Besuch, also auch hier ein Schriftsteller, ein Fotograf, das ist so ein bisschen wie der Gegenbesuch der sowjetischen Schriftsteller Ilf und Petrov, die 1935, 36 in den USA waren. Also das war ein Schriftsteller-Duo, aber Ilf hat auch sehr viel fotografiert. Und die haben auch ein Reisetagebuch veröffentlicht, was es jetzt übrigens auch in deutscher Übersetzung gibt. Und es war immer geplant, es soll auch so einen Gegenbesuch geben. Und da ist wohl der Krieg dazwischen gekommen. Und deshalb fand das Ganze erst 10 Jahre nach Ilf und Petrov statt. Ja. Weitere Fragen? Dann möchte ich nochmal ganz herzlich danken, Beate Fieseler, für diesen tollen Vortrag, denke ich, der uns das Jahr 47 näher gebracht hat. Nächstes Jahr eben, in 2 Wochen gehen wir dann 1957 dann in die Chruschtschow-Zeit. Wenn es bergauf geht, genau, also halten Sie durch. Wir haben jetzt die Mitte und die Talsohle erreicht. Genau, der war heute. Also es kann jetzt nur noch bergauf gehen, auch wenn Brezhnev baden geht. Aber, genau, darauf sind wir auch gespannt. Ja, es tut mir leid, dass ich Ihnen keine schönen Feierlichkeiten bieten konnte, aber vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse.